Lassen Sie mich noch exemplarisch einige Besonderheiten zeigen. Vielfach machen im Hintergrund Beatmungsgeräte automatische Manöver, die unter Umständen der Anwender gar nicht versteht. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Unser Low-Flow-PV-Tool, Peepfinder genannt, das automatisch das sichere Fenster, also den besten Kompromiss zwischen so wenig wie möglich Lungenbläschen, die kollabiert sind, und so wenig wie möglich Lungenbläschen, die endinspiratorisch überdehnt sind, kann nur funktionieren, wenn der Patient nicht spontan atmet. Üblicherweise tief sediert, gegebenenfalls auch relaxiert. Unter Anwesenheit von Spontanatmung, die über die ELISA fortlaufend bewertet wird, sperrt ELISA automatisch den Peepfinder. Gesperrte Funktionen werden im Status angezeigt. Im Status werden alle Informationen angezeigt, die im Hintergrund automatisch laufen, nicht prominent angezeigt werden müssen, aber im Bedarfsfall für den Anwender interessant sind. Klassisches Beispiel, nehmen Sie das Thema Medikamentenvernebelung. ELISA verändert die Applikation der Medikamentenvernebelung in Abhängigkeit der Atemfrequenz. Ist die Atemfrequenz unter 26 pro Minute, appliziert ELISA unter Vernebelung das Medikament nur in der Inspiration. Ist die Atemfrequenz über 26 und damit die Zeitintervalle zu kurz, wird kontinuierlich vernebelt. Unter der Statusanzeige wird Ihnen genau dieses angezeigt.